Über Wahrheitstafeln lassen sich Eigenschaften von Aussagen beweisen, wie in diesen Fällen das Kommutativ, das Assoziativ oder das Distributivgesetz. Hier wiederum zwei Formeln P und Q mit den möglichen Belegungen. Schauen wir uns an die Belegung von P und Q und P. Die sind gleich. Das heißt, diese beiden Formeln nennt man auch äquivalent. Sie haben dieselbe Bedeutung. Dasselbe gilt für den Disjunktionsoperator oder P oder Q ist äquivalent zu Q oder P. Hier haben wir jetzt mal das Distributivgesetz. Drei einfache Aussagen und entsprechend werden hier oder sind mehr Belegungen möglich. Diese Belegungen sind alle aufgeführt. Und wenn man jetzt diese Wahrheitstafeln bildet, kann man sehen, P oder Q und R, diese Wahrheitstafel ist gleich mit dieser Wahrheitstafel. Das ist P oder Q und P oder R. Das heißt, die Formel ist äquivalent zu die Formel, zu dieser Formel. Das heißt, die sind gleichbedeutend. Mit den Operatoren einhergeht gehen Prioritäten, das kennen Sie aus der Schule, Punkt vor Strichrechnung bei der Multiplikation oder der Addition. Und entsprechend gilt in der Aussagenlogik, die höchste Priorität besitzt der Negationsoperator, die zweithöchste der Konjunktions, die dritthöchste der Disjunktionsoperator. Der Negationsoperator ist rechtsassoziativ und die beiden anderen Operatoren sind linksassoziativ, werden also von links nach rechts ausgewertet. Als Tautologie bezeichnet man Aussagen, die immer wahr sind. Eine solche Tautologie ist P oder nicht P. Wenn man P oder nicht P betrachtet, ist das immer true. Als einen Widerspruch bezeichnet man Aussagen, die immer falsch sind. P und nicht P ist immer falsch. Das ist also ein Widerspruch.